Moin Supermarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich habe soeben diesen Bogen hier gefunden. Ach warte, das ist der falsche Bogen, den ich anhab. Deswegen prallt nichts ab. Ich hab's endlich geschafft, Leute. Ich habe den Bogen gefunden. Lass mich mal einen Trank hier reinschmeißen. Wir haben endlich Adlerhorn gefunden. Und zwar, was macht der? Also erstens, kritischer Trefferchance ist ganz gut gerollt. Physischer Schaden leider recht schlecht gerollt. Also da würde ich bis 52 kommen. Gegen verwundbare Gegner mittelgut gerollt. Und Schaden gegen Elite-Gegner sehr schlecht gerollt. Also ja, eine relativ schlechte Version, was die Stats angeht. Der Schaden ist 49 höher als der von meinem. Der hat halt macht 806. Aber jetzt der Effekt ist, durchschlagender Schuss hat eine Chance von 35%, einen Pfeil abzuschießen, der von Wänden und der Umgebung abprallt. Wenn ihr Gegner mit durchschlagender Schuss von hinten trefft, werden sie 3 Sekunden lang verwundbar. Also erstens sehr, sehr schlecht gerollt. Ich meine, der hätte noch über das Doppelte von der Chance rollen können, ne? Mit 80%. Ich meine, wenn der 80% Chance hat, abzuprallen von der Umgebung oder von Wänden, dann wäre das natürlich geiler. Jetzt ist es halt nur jeder dritte Schuss. Und wir werden den jetzt mal ausprobieren. Ich habe ihn schon komplett aufgewertet und habe meine Dinger reingemacht. Also vom Damage her, wie gesagt, macht er ungefähr 50 DPS mehr als meiner, den ich jetzt momentan trage. Und jetzt testen wir einfach mal, ob der Bogen es worth ist zu tragen, weil ich spiele ja mit durchschlagender Schuss, wie ihr wisst. Und wir schießen jetzt einfach mal irgendwo gegen. Ah ja, guck mal. Weil der fliegt halt schon. Der fliegt halt schon geil dann, ne? Also der fliegt dann auch in die andere Richtung soweit. Und ich habe bewusst jetzt dieses Level hier gewählt, weil wir haben hier jetzt ein offenes Feld. Und wir gucken mal, ob das irgendwie einen Impact hat auf die Spielweise und ob wir merken, dass dieser Pfeil auch mal öfters abprallt oder halt nicht. Ah, hier ist er jetzt nicht abgeprallt. Wäre halt cooler, wenn der Bogen macht, dass alle Fähigkeiten abprallen könnten von Wänden und nicht nur das eine. Oder wenn der Pfeil halt generell, keine Ahnung, 5-mal abprallen würde und nicht nur 1-mal oder so. Aber wie ihr merkt, bisher... Erstens merke ich, dass ich ein bisschen weniger Schaden mache und zweitens stehen die Gegner halt auch sehr weit auseinander. Schauen wir mal, ob man es hier merkt. Ich schieße mal extra so gegen die Wand. Oh, ich habe keinerlei Tränke. Schaffen wir den Gegner zu besiegen hier ohne einen Trank? Uiuiuiuiuiui. Schaffen wir das? Woo! Ich bin noch nicht bereit. Okay, ansonsten werden wir mal in einen anderen Dungeon gleich gehen und gucken, ob er da was bringt. Ja, okay. Also wenig Schaden macht er auf jeden Fall nicht. So, jetzt haben wir hier Wände. Das ist relativ offen, aber es gibt natürlich auch Wände hier. Am besten ist natürlich sowas wie diese engen Verliese und sowas. Ah ja, guck mal, da ist der Pfeil jetzt lang geflogen. Ihr wisst, ich spiele ja immer nur die Sachen, die auch besonders viel Spaß machen. Deswegen würde ich gerne diesen Bogen mit dem Bogen spielen und dann halt gucken, wie der Pfeil überall rumfliegt. Das würde auf jeden Fall bocken, aber bisher... merke ich nicht, dass das in irgendeiner Weise ein geiler Bogen ist. Weil das jetzt natürlich mit dem neuesten Patch reingekommen ist. Vor allem macht der wirklich weniger Schaden als mein normaler Bogen. Auch wenn die DPS etwas höher sind. Aber die Stats halt eben nicht. Ich meine, wenn jeder zweite Schuss abprallen würde, oder jeder Schuss, ne, wenn ich 80% Chance habe, dann prallt fast jeder Schuss ab. Aber Leute, ihr merkt... es bringt fast nichts. Also selbst wenn ich hier irgendwie mal versuche, mit Absicht gegen die Wand zu schießen oder so, gibt es einfach zu wenig Wände. Der müsste halt auch die Chance haben, von dem Gegner abzuprallen vielleicht. Also bisher bin ich recht enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich den Bogen gefunden habe. Ja, jetzt ist er abgeprallt, aber selbst wenn er abprallt, trifft er halt einzelne Gegner nicht. Ich glaube, in so engen Gängen, in so Verliesen und so, da kann der ganz cool sein, weil er irgendwie abprallt. Aber ansonsten ist er irgendwie ziemlich useless, muss ich schon sagen. Warum ist der Damage gerade nicht so gut? Aber gut, man kann ihn ja auch in der besseren Version finden. Nee, also Leute, ich kann euch diesen Bogen nicht empfehlen, weil dafür muss ich irgendwie, weiß ich nicht, 40-50% Damage abgeben, den ich ja auf meinen, mit einem Aspekt auf meiner Zweihandwaffe ja drauf habe, ne? Zum Beispiel mit, wenn man Primärressource aufgefüllt hat oder so. Dafür lohnt sich, dass der Pfeil mal irgendwann abprallt und ist dann doch aber nicht tot. Ich meine, vergleicht mal hier. Hier habe ich 40% drauf, dass Fähigkeiten abprallen. 40% drauf, dass ich mehr Schaden mache. Oder 38. Und hier habe ich halt
Mit Infusion, Schaden mit Kern, Schaden gegen entfernte Gegner, ganze 70% und nochmal 138 Geschick. Wir machen mal einen Vergleich, mal gucken, wie es jetzt aussieht, wenn ich meine normale Waffe trage. Ob wir da jetzt einen direkten Vergleich spüren. Ja, also, die platzen irgendwie. Oh, was haben wir denn hier? Lol, wir haben denselben Bogen nochmal gefunden. Mit 812. Live im Stream. What the fuck? Okay, ich baue den um und dann testen wir, ob der gut ist. Und dann gehen wir... Warte, ich mache den Dungeon fertig, baue den um und dann gehen wir in einen anderen Dungeon und testen das. Also Leute, wir haben den Bogen wieder bekommen. Ich werde den jetzt mal anziehen und dann sehen wir. Der hat jetzt 65 Chance, also jeder zweite Schuss mindestens trifft. Was sehr gut ist, wir haben 15% kritische Trefferchance. Also das ist schon mal sehr geil. Das ist Max-Roll. 46 physischer Schaden. Was auch sehr gut ist, von 52 fast Max-Roll. Und dann haben wir 37,5 von 42 gegen verwundbare Ziele und 66 Schaden gegen Elite-Gegner. Also wir hätten noch 15% mehr Chance haben können, dass das Ding abprallt. Aber ich glaube, das ist schon eine richtig, richtig gute Version von dem Teil. Ja, also wenn wir es vergleichen mit meiner normalen Waffe, haben wir allein 112 DPS Unterschied gegen verwundbare Ziele. Ne, also entfernt ist ja oben gleich, weil es Bögen sind. Unten haben wir nochmal 70 gegen entfernte Gegner und dann halt Kern ist eine sehr gute Sache. 57% Schaden mit Kern ist halt ziemlich geil. Geschicklichkeit ist eigentlich auch in Ordnung, aber naja, 66% Schaden gegen Elite-Gegner ist halt schon ziemlich geil. Und Verwundbarkeitsschaden ist geil und kritische Trefferchance ist geil. Ja, wir werden mal gucken, wie das so funktioniert mit dem Bogen. Wir haben jetzt mal hier was enger ist. Ich meine, es gibt natürlich auch immer... ja, guck mal, da prallt er ab. Ah ja, geil. Es gibt natürlich auch immer, Alter! What the fuck? Das ist ja mega geil! Yo, wie oft prallt der denn ab? Kann der hier von dem Ding abprallen? Okay, da muss ich mal raus. Level up. Level up, level up, level up. Ah, die Gegner sind Level 96, nur mal so. Oh shit, ich häng fest. Was macht der da? Der hat mich einfach festgehalten, habt ihr es gesehen? Hauptsache einfach hier, Krise. Alter! Jo, das ist ja übel geil. Also es prallt jetzt jeder zweite Schuss ab. Ey, das ist ja übel geil. What? Ey, der Typ... Moment, da muss ich mal kurz aufräumen. Der Typ nervt mich ein bisschen. So. Ey, das ist ja die geilste Waffe, die ich hier je gefunden habe in dem Game. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Ich laufe einfach rum und schnetze Gegner. Artillerieschrein, schade, ist kein Event. Alter, der prallt ja keine Ahnung, wie oft ab. Und ich mache die Gegner halt nochmal verwundbar. Ah. Ey. Die haben krasse Fähigkeiten drauf hier in der Bude. So, hier, weiter geht's. Alter, ist das geil! Ich meine, selbst wenn ich, wenn der nicht abspringt, ist das ja trotzdem eine geile Attacke, ne? Also so ist ja nicht. Guck mal, bis wohin der fliegt. Häng wieder fest. Keine Ahnung, wo ich bin. Ey, wenn der dann fünfmal hin und her fliegt... Vermacht der Beinschutz. Ey, jetzt geht's aber ab hier. Alter, das ist krank hier. Ist das geil. So, jetzt gucken wir mal hier, ob das in dem Raum hier abgeht. Man kann natürlich auch Pech haben, dass er nicht so oft abprallt. Aber in Räumen ist das natürlich der Hammer. Oh, da hinten explodiert einfach alles nochmal. Alter, ich bin noch gar nicht hier gewesen und die Gegner sterben. Alter, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, meinen Zauberer zu spielen. Das ist ja wie Kettenblitz als durchdringender Pfeil. Okay, gegen einzelne Gegner, also in dieser verkackten Kuppel. Ja, zum Glück habe ich ihn eingefroren. Zum Glück habe ich mein Schnellfeuer dabei für solche Situationen. Alter. Oh, ja. Und wieder Legendary. Alter, ist das geil. Guckt euch das an. Prallt er hier auch ab?
Kann der hier von abprallen? Also, er ist schon tot. Das wäre geil, wenn das von den Dingern auch abprallen könnte. Okay, testen wir noch den Boss. So, mal gucken, was wir hier gegen den Blutbischof machen können. Der dürfte ja auch als Elite-Gegner zählen, oder? Ich meine, ich könnte meinen Pfeil da so gegen den schießen, aber das bringt halt nichts. Also der... Ja, ich habe schon keinen Mana mehr. Komm, wir killen den so. Alter, nochmal drei Legendaries. Ach du Scheiße, nochmal eins. Ich kann jetzt schon nichts mehr tragen. Okay, Leute, also das hier ist die Waffe. Ich werde die auf jeden Fall behalten, Digga. Ist die geil, Alter. Also auf offenen Feldern, ne? In diesen Wäldern oder in diesen Strohfeldern, Wüstendingern. Da bringt es halt nichts, ne? Ich schätze mal, gegen Heldheit würde es auch nicht so viel bringen. Aber wenn man in so einem Bereich hier drin ist, ist ja übel geil. Und 66 Schaden gegen Elite-Gegner ist ja auch krass. Und 37 gegen verwundbare Ziele. Physisch ist in Ordnung. Und kritische Trefferchance 15% ist ja auch Hammer. Und es macht nochmal 100 DPS mehr als meine Waffe. Also was soll ich da noch mit mehr Stats? Der Effekt ist halt nicht so krass, weil auf meiner Waffe habe ich halt schon einen Multiplikator mit 38%. Ne? Also das kickt schon ordentlich rein, diese 38%, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber scheiß drauf, Alter, wenn der Pfeil 100 Mal um die Ecke fliegt und wenn es nur jeden zweiten Dungeon ist, ist mir scheißegal. Stirbt sowieso alles One-Shot. Also Hammerwaffe, kann ich empfehlen. Mach Bock. Aber nur, wenn sie gut gerollt ist.